Aber erstmal machen wir hier weiter. Und holen uns hier noch ein paar Sterne. Besiege den schnellen Koopa. Das ist unsere nächste Quest hier. Auf geht's, besiegen wir den schnellen Koopa. Hey Mario, stimmt es, dass du König Bob-omb während deines harten Kampfes besiegt hast? Ja, das war gerade eben. Du scheinst ganz schön was auf dem Kasten zu haben, aber glaubst du, es reicht auch für mich? Bist du schnell genug, um mich zu starten? Ich würde sagen, du siehst nicht danach aus. Wie wär's mit einem Wettrennen zur Bergspitze, um herauszufinden, wer der Schnellere ist? Fertig, los! Auf geht's, ich kenne natürlich alle Abkürzungen. Ich werde ein bisschen schummeln. Ist hoffentlich möglich. Nicht, dass das erkennt und sagt, ich habe geschummelt. Ha! Vorbei an ihm. Ich einmal lang. Wir haben keine Zeit zu verlieren. An den Bob-ombs vorbei. Wir lassen uns nicht aufhalten. Und gehen hier einmal hoch. Na komm, Mario, was kriegst du hin? Dann haben wir doch verloren, wenn wir hier runterrutschen. Na komm, die erste Münze. Das müssen wir jetzt schaffen. Jetzt können wir die Mission gleich neu starten. Nein, 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 verdammt! Verdammt, let's fail. Jetzt müssen wir den Goomba den Koopa aufholen, der wahrscheinlich schon vor uns ist. Aber wir haben immer noch die Abkürzung dort hinten. Wo ist der Koopa? Das ist so ein Mist, der uns doch bestimmt schon überholt. Ist doch gleich oben. Oder ist der so langsam? So. Hier mal. Das müssen wir auf jeden Fall vor ihm da sein. Oder nicht? Ist er schon oben? Oha, knappe Sache. Sehr knappe Sache. Aber wir haben es geschafft. Jo. Geschafft. Ach, boah. Du hast mich geschlagen. Das grenzt an ein Wunder. Hier, du hast ihn dir verdient. Den zweiten Powerstern. Und wir holen uns den zweiten. 22. Wären verblieben. 18. Speichern und weiter. Und weiter geht's direkt. Wir holen uns den dritten Stern. Fliege zur schwebenden Insel. Okay. Hast du eine Idee? Herzlichen Dank, Mario. Du hast es diesen Tyrannen gezeigt. Aber dein Kampf hat gerade erst begonnen. Andere Fiesen besitzen weitere Sterne, die dir den Weg zu neuen Welten öffnen. Allerdings musst du sie zuerst besiegen. Meine Bob-omb-Kollegen wissen bereits Bescheid. Sprich mit ihnen und du darfst bestimmt ihre Kanonen benutzen. Darf ich deine Kanone benutzen? Wir sind friedliebende Bob-ombs und mögen keine Kanonen. Wir stellen sie dir aber gerne zur Luftreisen zur Verfügung. Alle Kanonen dieses Kurses sind für dich präpariert. Guter Flug. Ja, freu dich. Okay, jetzt habe ich die Anleitung nicht gelesen, aber was soll es? Rein da. In dem L-Stick müssen wir. So, steigen wir hier. Ich glaube, da müssen wir hoch. So war das. Yahoo! Okay, das war noch nicht ganz richtig. Das war schon richtig, aber noch nicht ganz richtig. Wir müssen, glaube ich, von da oben noch einmal uns schießen lassen. Wir müssen oben auf die Insel in den Wolken. Na toll, lass mich ja auch noch von denen hier treffen. Von den Kügelchen hier. Kleine winzige Kügelchen hier, halte mich nicht auf. Niemals. Okay, hier haben wir eine Kanone. Wie können wir damit irgendwas anfangen?
Nee, damit können wir uns erstmal nur hochschießen. Wo landen wir jetzt? Hier. Ah. Oha, 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 oha. Hier unten sind wir gelandet. Okay. Ich würde einfach nur ein paar Kanonen ausprobieren. So. Hier haben wir noch eine Kanone. Wenn mich alles täuscht. Die Metallkugeln halten uns auch nicht auf. Na komm, ich muss da hoch. Verdammt, Metallkugeln halten uns vielleicht doch auf. Nein, doch kurz. Jetzt mal nicht so weit wegschießen. Oh wei. So viel zu nicht weit weg. Hier ist auch noch eine Kanone. So, wo müssen wir hier eigentlich hin? Da auf diese Insel müssen wir. Auf den Baum, glaube ich. Da müssen wir hin. Und genau da. Und wo ist der Stern? Ah ja, genau hier ist der Stern. Das muss man in der DS-Box erstmal freischalten. In der DS-Version erstmal freischalten. Dass man diese Blöcke freischalten kann. Was? Hat der Satz Sinn ergeben? Irgendwie nicht. So, dritter Stern. Du hast drei magische Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du jede Tür öffnen, deren Siegel eine 3 trägt. Du kannst die Türen so oft passieren, wie du willst. Aber pass auf, im höheren Stockwerken werden die Gegner viel stärker. Ja, noch nicht. Ich mache erstmal diese Map zu Ende. Dann wagen wir uns an die nächste. Finde die 8 roten Münzen. Der 4. Stern in dieser Map. So ist der Plan. Okay. Erst haben wir hier. 1. Dann haben wir die erste Münze. Und zweite hatten wir noch hier irgendwo. Wenn mich alles täuscht. Okay, ich dachte, man kann in diesem Blumenfeld noch was machen. Rote Münze, da haben wir eine rote Münze, da haben wir eine rote Münze. Sehr gut, Nummer 2. Nummer 3 war, glaube ich, bei dem Kollegen hier, beim Kettenhund. Wir kassieren ein bisschen Schaden, um da anzukommen. Sehr gut. Nummer 3. Nummer 4 war hier, den haben wir schon nicht eingesammelt. Nummer 4, Nummer 5. Den haben wir noch oben auf der Plattform gesehen. Ende weiß noch aus der DS-Zeit. Aus der DS-Version-Zeit. Muss hier unten sein. Aber in dem, das habe ich gleich dringend nötig. Okay. Der Knopf. Münze eingesammelt. Weiter geht's. 5 haben wir erst. Okay. Dann holen wir uns die anderen 3. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es noch 3. Wir finden müssen. Es dürfte doch gar nicht so schwierig sein. Einer ist noch auf dem Abhang dort. Da sind wir schon dran gelangt. Als wir den ersten Durchgang, als wir den zweiten Durchgang gemacht haben. Das Cooper-Rennen. Hier war das. Na komm, hol dir die Münze. Mario, hol dir die Münze. Vielleicht schaffst du es dann auch bis nach oben. Ach, 7 ist das schon. Aber nur noch eine. Und die war oben auf dem... in der Luft. Okay, schießen wir uns mal hinauf.
Na rein dort. So. Da wollen wir nicht hin. Da wollen wir hin. Nee, eins weiter runter noch. Ja, das war schlecht. Ah, renn. Renn, Mario. Ich komme mit der Bombe. Ich glaube, das war's. Da sind wir mitgeflogen. Verdammt. Na komm. Mario. Die Metallkugeln gab es auch nicht in Super Mario 64. Die DS-Version. An den Baum müssen wir dran. Und wo ist die Insel? Da ist die Insel. Na, ein bisschen zu weit. Das war zu weit. Ja, von da drüben müssen wir. Von der Kanone aus. So, dann bahnen wir uns mal den Weg dorthin. Nehmen wir mal diesmal nicht die Abkürzung. Dann gehen wir hier entlang. Das hat auch noch nicht gezeigt. Mal ein paar Münzen einsammeln. Und hier hinein. Das war doch die Kanone, die uns hochbefördert hat. So, Attacke. Au, oh, Kacke. Dran vorbei. Ein bisschen Zielgenauigkeit. Wenn ich bitten darf, Mario. Ein bisschen mehr Zielgenauigkeit. Dann schaffen wir das auch mal. Hier brauche ich ein bisschen Anlauf. Na komm. Sehr gut, rein da. Halskratz. Jo. Vielleicht so. Oh. Da sind wir schon. Hoch, die letzte Münze. Sehr gut, und da ist der Stern. Unser vierter Stern. Geronimo. Ja, hier können wir zum Glück noch nicht aus der Map fallen. Spoiler, das wird in der zukünftigen Map noch passieren. Da werden wir noch aus der Map fallen. Da werden wir aus der Map fallen können und wir werden es auch tun. Verdammt. Ich werde es auch hochgradig präsentieren. So, rote Sterne, Stern, rote Münzen, Stern. Ich komme. Kurs 1, 5, 8 roten Münzen. So, da haben wir schon den vierten Stern. Und rein geht's. Kriegen wir noch einen fünften. Wir kriegen noch einen fünften. Durchfliegen alle Münzen rein hier. Okay, müssen wir wieder hoch in die Luft. Wieder so eine Mission. Eine luftige Mission. Dann müssen wir auf die Insel da oben. Das war diese Insel da. Ich wollte gerade sagen, wir werden natürlich nicht ansatzweise dahin kommen, aber wir können es ja mal versuchen. Ja, die roten Münzen müssen wir nicht normal holen. Wenn wir zusätzlich uns eine holen. Zufällig mal eine holen, nebenbei. So. Verdammt, abgeprallt. Eben haben wir es auch schon hingekriegt. Na komm. Rein da. Und hoch in die Luft. In die Lüfte. Na, also hier. Sehr gut. Und dann fliegen wir mal durch die Ringe. Das ist es doch. Das sind doch die Münzringe, die wir fliegen müssen. Höre ich mich. Nee, das war's noch nicht. Da fehlt noch ein Münzring, den wir uns holen müssen. Dann haben wir es jetzt schon verkackt.
Ich nutze hier mal die andere. Die andere Kanone. Ich nutze die Abkürzung. Es dauert hier ein bisschen, hier hochzukommen. Und dann haben wir uns eine Abkürzung geleistet. Alles klar. Sehr gut. Und hier noch ein bisschen weiter. Uns erstmal noch treffen lassen. Jo. Und hier mal um die Ecke. Ups. Ich wollte gerade sagen, hier sind keine Kugeln mehr. Aber da kommen schon gleich die nächsten. So, hier. Hier müssen wir rein, um auf die Insel zu kommen. So, sehr gut, getroffen. Wir müssen durch alle Münzen hier durch. Verdammt, der letzte ist noch ein bisschen höher. Jetzt ist er ein bisschen höher. Den müssen wir noch kriegen. Das soll ein bisschen höher ansetzen. Ich glaube, auf die höhere Münze müssen wir anpeilen. Das kriegen wir hin. Was ich noch erwähnen wollte, hier für die Super Mario 3D All-Stars Variante. Interessant ist ja, dass man sich das vorher, dass ich mir vorher das noch, also ich habe die physische Version im Laden mir besorgt. Hab mir das auf Karte gequetscht, besorgt. Und bevor ich das spielen konnte, musste dann natürlich erstmal noch eine Download-Version runterladen. Was irgendwie die Kartenversion, die physische Version unnütze macht. Ja, ich kann es jetzt spielen, das ist die Hauptsache, aber ich meine, da ist eh ein Download aus dem Internet benötigt, um spielen zu können. Ich meine, was macht man in 10 Jahren? Oder in 10, 20 Jahren, wenn das Spiel nicht mehr, wenn es dann irgendwann nicht mehr unterstützt wird und die Internet-Download-Version nicht mehr da ist, dann kann man das nicht mehr spielen, oder was? Das ist so eine Sache. Ja. Ich weiß nicht. Ist ein Punkt, in dem man sich mal Gedanken machen müsste. So, sehr gut. Der Münzringe. Oder fehlen da noch welche? Kann das sein, dass da noch welche fehlen? Ich gehe jetzt mal hier nicht die Abkürzung. Schau mal, ob ich hier noch Münzringe durchfliegen muss. Scheinbar ja, wir haben erst 3. Wie viele gibt es denn? Oh wei, von den Bomben verfolgt, von den Kugeln gejagt. Habe ich das noch irgendwie nicht geblickt, oder? Und wo gibt es noch Münzen, die wir durchfliegen müssen? Gibt es da noch was, was wir übersehen haben, auf dieser Insel dort? Münzringe-Such. Das müsste doch eigentlich jetzt... Das müsste es eigentlich gewesen sein, oder? Und 3 haben wir durchflogen. Den haben wir schon gesammelt, den Block. Ja, den Münzer. Quatsch, den Stern haben wir schon. Haben wir hier einen Ring übersehen, durch den wir noch nicht geflogen sind. Ein höherer Ring. Ach, Nummer 4. Da gab es noch einen. Okay, da müssen wir noch mal hin.
Mit der Kamera sind wir auch noch nicht geflogen. Versuche mich mal da hoch zu teleportieren, zu schießen. Fail. Kopfkratz. Zwerg ist ein bisschen aufgeregt. Neues Spiel. Neues altes Spiel. So. Na komm, jetzt kriegen wir es doch. Da müssen wir noch ein paar Mal feuern. 4 haben wir schon. Schätze, es werden 5 sein. Da müssen wir noch mal genau hingucken, wo wir uns da feuern lassen. Jo. Nicht daneben. Geschossen. So. Schauen wir mal. Verdammt. Aber es war doch schon der 5. Ring, da waren wir doch schon durch. Ich sehe jetzt an. Müssen wir durch alle 5 gleichzeitig? Nee, das ist doch nicht. Das kann auch nicht sein. Also sehr gut, dann sind wir hier. Kleine Abkürzung. Ja, das war's mit der Abkürzung. Ja, das dauert hier alles bei mir ein bisschen länger, bis ich das checke, was hier gefordert ist. Da kann man ja auch nur das nehmen, was die Beschreibung, der Titel einem verrät. Eine Beschreibung gibt's ja nicht, nur ein Titel. Wo die dir durch alle Münzen ringe. Da kann man nur vermuten, was gefragt ist. Keine Erklärung, keine Beschreibung. Sonst bei dieser Quest hier. Bei anderen schon, aber bei der hier erstmal nicht. Müssen wir ein bisschen höher. Ein bisschen höher, würde ich sagen. So, hier. Ah ja, da oben ist noch eins. Da müssen wir noch viel höher. Da ist noch eine. Ihr habt's gesehen. Ein Münzring ist da noch. Dann kommt, vielleicht können wir uns auch jetzt hier mal eleganter feuern lassen. Ein bisschen Feuerübungen. Na komm, jetzt hier. Oben landen. Müssen wir hier nur noch ein bisschen runter. Hier ist ein Herz. Sehr gut. Können wir uns komplett heilen. So, hier ist die Kanone. Muss noch rein. Ach, Schande. Ja, da bin ich schon wieder runtergefallen. Ich spiele das übrigens hier am Release Day. Noch ist Release Day, also hier die erste Map werde ich am Release Day spielen. Ich werde dann, wenn ich hier alle Sterne von Bob Oms Bombenberg gesammelt habe, werde ich mal eine kleine Pause einlegen, eine Aufnahmepause machen. Hab vor, heute noch ein bisschen weiter zu spielen. Vielleicht schaffen wir heute sogar schon Mario 64 am Stück. Mal schauen. Ist unwahrscheinlich, aber... So, hier vielleicht. Sehr gut. Haben wir geschafft. Hat ein bisschen gedauert, aber dann haben wir es doch hingekriegt. Das war zum Beispiel in der DS-Version, soweit ich weiß, keine Aufgabe, keine Mission. Oder ich habe es einfach verpasst. Ich fliege alle Münzringe. Speichern tun wir natürlich.